Gleich zweimal gab es an diesem Wochenende Klassikkonzerte unter freiem Himmel. Mehr als 3000 Zuschauer genossen am Samstagabend das Open-Air-Klassikkonzert unter der Leitung von Chefdirigent Toshiyuki Kamioka auf dem Laurentiusplatz. Der Eintritt war frei. Mit der Open-Air-Gala beendeten die Musiker die Jubiläumskonzertsaison zum 150. Geburtstag des Orchesters. Es erklangen Ouvertüren unter anderem aus Der Barbier von Sevilla, Ballettmusik aus Otello oder auch aus Aida. Die Stimmung auf dem Laurentiusplatz rund um das Luisenviertel, auch durch die temporäre Sperrung für den Autoverkehr bedingt, glich fast schon der eines Festivals als der eines Klassikkonzertes. Nicht nur die Zuschauer genossen die Veranstaltung, auch Chefdirigent Toshiyuki Kamioka hatte sichtlich Spaß daran. Als um ca. 21.30 Uhr das Konzert zu Ende ging, wünschten sich sicherlich einige der Zuschauer eine Wiederholung im nächsten Jahr.